Oh. Oh, 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 oh. So. Okay. Hühnchen. Hölle. Ne, für eine Kiste mache ich sowas nicht. Ich brauche mehr Lebenspunkte. Au. So. Oh. Ja, stimmt, da war was. Deckung. Komm schon. Warum schießen die so häufig? Achso, es sind ganz, 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 ganz viele. Und vorbei. Nee. Mit den Hokages haben wir kein Glück. Also sie wären genau das Richtige für den Boss, aber ich will nicht den Architekten einsetzen. Also nehmen wir jetzt einfach einen stinknormalen Paladön. Angst vor Hühnchen, kein peripherer Blick. Schwarz-Weiß gucken und rumgrölen. Nee, komm, Flavia. Flavia muss auch mal sein. Zing. Die hat nämlich noch gar keinen Tod. 3000 Gold. Mehr Rüstung, okay. So. Macht jetzt nicht so viel Schaden in Hokage. Hält dafür wesentlich mehr aus. Fast doppelt so viel. Wir werden es aber ähnlich angehen wie mit den Hokage bisher. Wir werden sofort versuchen, zum Bossraum zu gehen. Gegner einigermaßen ignorieren, vor allem wenn sie leicht sind. Damit wir sie später umbringen können. Du bist im Weg. Oh. So. Komischer Raum. Oh. Das ist mir bald shit egal, dass das Runen verbraucht. Ich werde trotzdem das Fliegen wegmachen und Doppelsprung nehmen. Dann kann ich viel besser arbeiten mit Doppelsprung. So. Die zwei Folgen, die ich dem Flugding jetzt noch Chance geben wollte, sind auch gleich vorbei. Also sind jetzt schon vorbei, wenn ich es richtig sehe. Das ist schon die nächste Folge. Also, ey. Ja. Das läuft nicht besser als mit dem Hokage. Warte mal, ich probiere mal was aus. Das Leben ist eh schon halb vermorgst. Sonst klappt. Okay. Skyrune. Ja. Ja, aber in der Sekunde, wo ich los, das ist halt vorbei. Oh. Also, mein optimales Setting. Oh, hier ist der Bossraum. Mein optimales Setting wäre dreifach Sprung und Dash und dreimal Blut. Und da wir gesehen haben, dass das Schwert hier zum Beispiel Dash macht, gibt es bestimmt... Na, du... Das war so klar! Oh ja, da wir gesehen haben, dass das Schwert hier zum Beispiel Dash macht, gibt es bestimmt noch andere Ausrüstung, die sowas ähnliches macht. Stirb, du Dover. Wow, wow. Na doch, die sind einfach, die kann ich machen. So, bist du ein? Ja, du bist ein. 400 Lebenspunkte. Wir haben noch eine Statue irgendwo gehabt. Die hätten wir uns aufgespart. Und da haben wir... Oh. Nee. Wir wollen zur Statue. Hier vielleicht noch ein leichter Raum? Nee. Das ist so ein Erschießungskommando von unten und überhaupt, das wollen wir nicht nehmen. Also, Übergang zum Maya-Gebiet waren Hühnchen. Hier. Mana kann auch mit. Das war's schon. Sonst hatten wir keine extra Hühnchen mehr. Okay. Und das hier war Pomme de Terre. Okay, ich probiere einfach mal mit dem Schild ein bisschen was zu reißen bei ihm. Erstmal durchatmen. Das wird gleich ein Movement-Fest sondergleichen. Das Ganze bei cooler Musik. Also, Ponce de Leon. Komm her. Oh.
Wusch. Au. Ja, nee, von wegen Movement fest und dergleichen ist krüppelhaft. Ah! Oh. Yay. Anstürmen, okay. Oh. Das doofe Fliegen muss weg. Nächstes Leben, versprochen. Kein Schnickschnack, kein Reden mehr. Einfach nur noch machen. Doofer Flugumhang. Köderst uns mit deinem tollen Superman-Gehabe. Nee, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Gib mir... Karge Archmage Barbarian. Bin ja einfach mal Barbarer. So, stirbt wenigstens nicht. Jetzt muss das Flugdingens weg. Also der Umhang. Und dafür kriegen wir was? Mehr Gold. Damage Return. Crit Chance und Crit Damage. 4,15. 50% Crit Damage. Das ist eine Menge. Ich glaube, den nehme ich. Warte mal. Jetzt brauchen wir mehr Gewicht. Ja, gucken, ob das reicht. So. Imperial. Zing. Lila. Ja, okay. 173 Gold. Okay, also wir haben jetzt nur keinen Doppelsprung, kein gar nichts. Das heißt, wir tauschen jetzt das Gold um gegen stinknormales Doppelsprung. Damit haben wir Doppelsprung, kein Dreifachsprung. Und Dash. Und schnell laufen. Wo ist schnell laufen drin? Schnell laufen ist hier. Ja, ne. Keine gute Alternative. Schwusch. Oh ja, das ist gleich viel entspannter. Beim Doppelsprung weiß ich, wenn ich die Taste drücke, dann kommt so und so ein Flugbogen. Das ist okay. Das ist. Damit kann ich arbeiten. Das ist berechenbar, nicht so wie mein komischer linker Daumen, der da irgendwelche Flugbahnen in die Luft zeichnet. Zing. Hallo Jungs. Ich habe 900 Lebenspunkte. Ist mir vollkommen egal, was ihr da oben macht. Oh, man sollte schon nach vorne gucken. Okay. Du musst sterben, damit ich meine Lebenspunkte zurückbekomme. Du auch. Du auch. Du auch. Und schon sind wir voll. Sehr gut. Ja. Baba ist gleich 1000-mal entspannter. Und Schaden ist auch einigermaßen okay. Mehr als okay. Wow. Seht ihr, was ich hier mit dem Doppelsprung anstelle? Scheiße auf Fliegen. Ernsthaft. So. Oh, und nicht vergessen, wir haben den Shout. Wegen Projektilen und so. Mhm. Zing. Zing. Lalala. Hallo. Kritisch. Und gleich richtig viel Kritscher. Ohoho. Ja. Ja, doch. Ich glaube, Baba ist langsam echt überpowered. Gerade mit dem hochgeskillten Crit-Chance und Crit-Schaden von uns. Plus diesen 50% mehr Crit-Schaden-Umhang. Das geht richtig ab. Schon wieder ein Tag. Nee. Wir wollen nur in die Hölle. Warte mal, müssen wir wieder nach unten. Also wieder durch den Raum hier. Wir sollten vielleicht mal die Augen umbringen. Oh. Yikes. Wo bist du, Auge? Da bist du. Kaching. Jo. Ja. Achso, stimmt. Wir haben Fußpuls. Fällt mir gerade noch auf. Oh. Kaputt. Okay, wenn keine Crits kommen, dann kann das manchmal ganz schön lange dauern, bis es die Gegner gibt. Aber ja. Eine Truhe. Oh, oh, oh. Na komm her. Du musst sterben für Lebenspunkte.
Schnitzel. Nicht diese komischen Dinge auf ihrem Kopf berühren. Das war ein Einerschlag. Krit kaputt. Sehr schön. So. Wir müssen unbedingt alle Bossräume abgehen. Gegen die beiden Truhen davor. In der Hoffnung, dass wir noch irgendwelche Spezialausrüstung finden. Also mit Spezialausrüstung meine ich diese Sondersachen wie das dunkle Schwert hier zum Beispiel. Die so richtig schickes Zeug machen. Die Slayer-Brustplatte war ja so ähnlich, aber die fand ich jetzt ein bisschen komisch. So, Hölle. Oh. Wo ist der Boss? In der Hölle. Oh. Kaputt. So. Kein Boss, aber eine Truhe. Und selbst wenn wir hier getroffen werden, wegen Bewegungskrüppelinkompetenz, wäre es nicht so schlimm, weil wir sind ja barbar. Wir haben ganz viele Lebenspunkte. Ihr könnt uns gar nichts. So. Moment mal. Die Wand da sieht komisch aus. Okay. Ja, unten. Wow. Aha, wieder mal gerettet dank Doppelsprung. Sehr schön. Achso, was war das? Einfach nur Füße stillhalten. Genau. Schwusch, schwusch, fertig. Du bist kein Bossraum. Komm, ab in die Stacheln. Hihi. Zing. Jo. Komm, ab in die... Das war zu langsam. So. Du bist zwar auch kein Bossraum, aber du bist eine schöne Kiste. So. Lebenspunkte sind ein bisschen angeknackst, aber das kriegen wir schon hin. Weil da brauchen wir eigentlich nur einen einzigen... Bossraum, der noch nicht geplündert wurde, also mit Statuen davor. Und schon wäre wieder voll. Weil 15% von 900 sind 90 plus 45, 135? Ich glaube schon. Nee, rechts lang. Oh. Oh. Kaputt, kaputt, kaputt. Weg. Oh. Hallo, untötbare Spaltschleim-Dinger. Ah, da war eine Kiste. Au. Das war unpassend. Aber gut, wir haben ganz viele Schleime hier im Raum. Lebenspunkte dürfen nicht so das Problem sein, wenn wir den Raum aufgeräumt haben. Wo soll das die Schleime hin? Da unten gerade, ob sie glitschen sehen. Die müssen irgendwie durch das Ding hier durchgefallen sein. Ja, auch komisch. Oh. Oh, 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 oh. So, oh. Jing. So. Sehr schön. Jetzt kann ich die beiden umdrehen. Danke, bitte. Mhm. Oh. So. Siehst du? Mal eben 13.000 Gold, fast voller Leben. Schleim hat gewartet, unter der Levelgrenze auf uns. Das ist doch mal... Da ist schon wieder einer unten. Seht ihr das ganz unten rechts so ein bisschen hin und her flackern? Das ist so garstig von denen. Oh, ja, nee, so. Ah, da bist du ja. Stipp, 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 stipp. So. Menno. Alle Gegner besiegen. Okay. Wow. Wow. Bestimmt viele Augen. Einfach draufhalten. Er hat einen Millimeter vor uns angehalten. So. Kaputt. Menno. Das war garstig. Die Lebenspunkte sind ein bisschen angeschlagen. Okay. Voltruhen für Brustplatte.